Hey meine Lieben und herzlich willkommen hier wieder einmal zu einer weiteren Folge von Clash Royale. Und zwar wollte ich mich heute mit euch über abgelehnte und vielleicht mögliche Update-Ideen unterhalten. Es ist ja klar, okay, dass das Clash Royale-Team es wirklich liebt, halt von Spielern Ideen halt zu sehen. Manche passen halt rein, manche halt nicht. Dennoch muss man sagen, dass es natürlich passieren kann, dass in ferner Zukunft natürlich unter gewissen Umständen vielleicht doch paar tatsächlich reinpassen könnten von den abgelehnten Updates. Also von den Ideen her sozusagen, von den anderen Spielern. Und zwar kommen wir jetzt erstmal dazu, zu den Clanbezogenen. Epische Kartenspenden war auf jeden Fall eine Anfrage gewesen und natürlich die legendäre Kartenspenden. Denn natürlich jetzt bei den Kampfbezogenen ist es so, dass man die Emotions abschalten kann, dass es zum Beispiel einen Abbrechknopf geben könnte oder wenn es halt einen Unentschieden gibt, dass sozusagen beide Spieler tatsächlich die Hälfte der Pokale erhalten. Am besten finde ich tatsächlich wirklich das Letzte bei den Kampfbezogenen, bei den Clanbezogenen, Epische und Legendäre, finde ich echt schon fast ein bisschen zu hart, sagen wir es mal so. Wie gesagt, das könnte alles vielleicht später tatsächlich noch mit reinkommen, ist dann halt nur die Frage, wann und überhaupt ob. Dann kommen wir jetzt zu den ausgeschlossenen Ideen von den neuen Kartentypen. Sowas wie eine Mauerkarte rein theoretisch, man würde sie auf der Brücke setzen und sie hätte einen Timer wie alle anderen Gebäude, finde ich irgendwie ein bisschen zu hart oder zu schwachsinnig, weiß nicht, da eine Mauer hinzusetzen, dann kann da sozusagen keiner mehr durch und hat genauso viel Damage rein theoretisch wie euer Türmchen. Wäre zwar möglich, ja, weiß ich nicht, was man da wirklich so zu sagen soll. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist das eine ausgeschlossene Idee von den super lieben Supercell. Dann kommen wir auf jeden Fall noch zu den sonstigen Vorschlägen, die leider auch abgelehnt worden sind. Das bedeutet mehr Truhenslots. Die Möglichkeiten, mehr als eine Truhe auf einmal zu öffnen, die Truhen verwerfen, sozusagen rein theoretisch, ja okay, Silbertruhen, die brauche ich nicht, weg damit. Denn dass man die Gewinnrate in Prozent in Spielerprofil vielleicht ansehen kann. Neues Aussehen für jedes Level einer Truppe. Würde ich cool finden persönlich und natürlich, dass man Karten verkaufen kann. Die wurden auch leider alle abgelehnt. Ich persönlich finde wirklich am besten neues Aussehen für jedes Level einer Truppe würde ich cool finden. So könnte man das auch ein bisschen unterschiedlich jetzt wirklich sehen, anstatt dass da nur eine Zahl halt sozusagen über den Kopf stehen würde. Der Truhenslot sowieso. So, wenn wir jetzt zu den möglichen Updates kommen, die vielleicht kommen könnten in geraumer Zeit. Es ist einmal bei den Clanbezogenen, dass es öfter halt Kartenanfragen sozusagen geben wird, dass mehr Karten gespendet werden können. Und natürlich, was ich cool finde, ist sehen, wer online ist, sehen, wann ein Spieler zuletzt online gewesen ist und mehr Platz in den Clan-Nachrichten und dazu natürlich, dass die Clankriege und Turniere halt mehr ausgebaut werden. Ich persönlich finde wirklich am besten wirklich, dass man halt mehr Karten spenden kann und vor allem was interessant ist, sehen, wer online ist. Nicht nur, dass da steht oben rechts in der Ecke, okay, so und so viele Leute sind halt online, sondern dass man direkt gucken kann mit einem grünen Button vielleicht in der Infobox. Ja, der ist online, der ist offline. Würde ich auf jeden Fall cool finden. Bin ich mal gespannt, was da vielleicht tatsächlich dann in geraumer Zeit tatsächlich kommen könnte. Wenn wir zu den kampfbezogenen Ideen kommen, die vielleicht möglich wären, ist es tatsächlich, dass es dreifaches Elixier anstatt doppeltes geben könnte, damit man halt schneller setzen könnte, damit das Spiel einfach schneller geht. Mehr Emotions, ich persönlich mag gar keine Emotions, die gehen mir richtig auf den Keks, denn verschiedene Kampfgrößen, dass man 2 gegen 2, 3 gegen 3 etc. spielen kann, ist halt auch ein bisschen abwechselnd halt. Angepasste Trainingsarena, suche dir einen Trainer seine Karten und seine Level aus, finde ich cool, so kann man das alles ein bisschen mehr testen, sagen wir es mal so. Und natürlich Wetten in Kämpfen, setze eine Karte und ein Gold, der Gewinner erhält alles. Ah, das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig werden, weil dann wird wahrscheinlich Clash Royale ab 18 sein, weil es dann so Glücksspiel beinhaltet. Also ich glaube nicht, dass das wirklich kommen würde. Was jetzt auch noch bei möglichen Update-Ideen es tatsächlich gibt, also vielleicht neue Kartentypen, da drinnen beinhaltet halt ein Windzauber zum Beispiel, pustet Lufttruppen ein paar Felder zurück, würde ich nice finden. Eine Karte, die den Fluss benutzt, greift keine Arena oder Kronentürme an, ist zu der Verteidigung gedacht, finde ich auf jeden Fall cool. Eine Karte, die nach ihrem Tod den Schaden anderer Truppen kurz erhöht, auch eigentlich eine richtig, richtig gute Idee. Und eine Karte, die eine weitere Brücke erschafft, finde ich auch nice. So werden die Leute sozusagen nicht nur links oder rechts sozusagen weitergelaufen, sondern auch tatsächlich könnten in der Mitte durchgehen. Wäre auf jeden Fall auch ein anderes Spielerlebnis. Meiner Meinung nach würde ich das tatsächlich sogar recht gut heißen. Aber wir müssen, wie gesagt, mal abwarten. Das steht auf jeden Fall noch nicht aus, wann das nächste Update kommen wird. Und ja, das heißt, dass wir damit jetzt tatsächlich auch schon wieder durch sind, meine Lieben, mit der kleinen Info, die ich hier für euch habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann vergesst auf jeden Fall nicht, das letzte Video von Clash Royale anzuschauen. Und ja, dann verabschiede ich mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Tschüss, bye und bis zum nächsten Mal. Tschuhu!